Hallo zusammen. Ich wollte mal kurz erklären, warum ich diesen Kanal erstellt habe. Ich will nämlich meine Erfahrungen mit Fremdsprachen sowie die Methoden, die ich verwende, um Fremdsprachen zu lernen, euch weitergeben. Ich will auch zum Teil Kontakte knüpfen und ich bin immer dazu bereit, per Skype oder E-Mail zu reden. Wenn ihr Fragen an mich habt oder Verbesserungsvorschläge habt, dann bin ich doch auch dazu bereit, diese zu empfangen. Ich muss sagen, ich bin kein Sprachexperte und ich will auch nicht, dass ihr denkt, dass ich euch meine Meinungen aufdrängen will. Das ist überhaupt nicht, warum ich da bin. Ich bin da, um meine Ideen und Erfahrungen zu teilen und auch die Erfahrungen und Ideen von meinen Zuschauern zu empfangen. Jetzt mal ein bisschen über mich. Ich bin Student an Ithaca College in den USA. Meine Hauptfächer sind Deutsch als Fremdsprache und Pädagogik. Das heißt, dass ich irgendwann mal Deutschlehrer werden will. Und dann vielleicht später mal Deutschprofessor, mal sehen. Mein Nebenfach ist Deaf Studies. Ich weiß überhaupt nicht, wie man das auf Deutsch nennt, aber das hat mit der Sprache sowie mit der Kultur der Gehörlosen zu tun. Die Sprachen, mit denen ich mich gerade beschäftige, sind Englisch, meine Muttersprache, Deutsch, Spanisch und amerikanische Gebärdensprache. Ich werde doch mit anderen Fremdsprachen anfangen, demnächst Französisch. Es ist auch meine Hoffnung, dass ihr erkennen könnt, wie sich meine Sprachkenntnisse verbessern während des Laufs meiner Zeit hier auf YouTube. Also, das war mal ein kurzes Video, damit ich euch meine Absichten erklären könnte. Wenn ihr Bock habt, habe ich gestern ein Video auf amerikanische Gebärdensprache hochgeladen. Ich lasse den Link in der Beschreibung nach unten. Und vielleicht morgen oder übermorgen noch ein Video auf Spanisch. Bis dahin, tschüss und servus!